Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit die lange Leitung. Die lange Leitung, heute mit unserem Mentalisten und Gedankenleser Marc Hagenbeck. Hallo Marc. Hallo zusammen. Und in der anderen Leitung, also in der gleichen Leitung, aber irgendwie am anderen Ort in Berlin, ist die Kim Weber. Hallo Kim. Hi, hi. Ja, hi, hi. Ja. Hallo Kim. Und wir haben heute einen Gegenstand, den die Kim vorstellt und der Marco und ich, wir müssen den erraten und ich bin mal gespannt, was das wohl sein wird. Genau. Ich halte jetzt den Gegenstand in die Kamera. Ja. So. Schön, ne? Ich wende das jetzt nochmal kurz. Genau. Und mein Hinweis dazu, es ist klein und jeder lebt danach. Es ist klein und lebt danach? Und jeder lebt, wie leben, lebt danach. Es ist klein und jeder lebt danach. Es genau. Ist klein und jeder lebt danach. Marc, fang doch mal an. Wenn du so weit bist. Das ist ja schön, dass ich anfangen darf. Es ist klein und jeder lebt danach. Genau. Ist es so eine Art, ist es so eine Art Kodex, eine Art Gesetz? Inwiefern Gesetz hier? Also, ich sag jetzt mal, nee. Das kam aber sehr zögerlich. Ja, weil ich sag mal nein, ja. Okay. Ist es etwas im weitesten Sinne Technisches? Also es muss nicht unbedingt jetzt elektronisch sein, aber zum Beispiel eine Uhr wäre ja auch was Technisches. Ja. Ist was Technisches? Ja. Und jeder lebt danach. Vielleicht ist es ja sogar eine Uhr, warte mal. Also mal überlegen. Ich frage nochmal drumherum. Jeder lebt danach. Bedeutet aber nicht, dass er vorher tot war oder irgendwie einen anderen Zustand vorher hatte und danach dann lebt. Das ist dann, dieses Wortspiel ist nicht gemeint. Nee. Also ja, ist es nicht gemeint. So rum. Nee, ist es nicht gemeint, ja. Ja, ist es nicht gemeint, okay. Also was Technisches. Und jeder lebt danach. Uhr wäre jetzt sehr naheliegend, finde ich. Mhm. Aber ja, ich sage ja. Eine Uhr wäre sehr naheliegend, ja. Aber ist es eine Uhr? Ist es eine Uhr? Was? Eine Uhr. Ja. Wie, das war's schon oder was? Das war die Uhr. Naja, es gibt ja verschiedene Sachen so. Also willst du eine bestimmte Uhr haben? Ja. Eine bestimmte Uhr. Jetzt also, hoffe ich nicht, dass du irgendeine Marke haben willst oder so. Eine Armbanduhr. Nein. Ein Wecker. Nein. Eine Uhr, wonach man lebt. Und es ist kein Wecker und es ist keine Armbanduhr. Es ist die Lebensuhr. Ach, jetzt halt doch mal die Sappel da hinten. Es gibt diese Taschenuhren, die an der Kette da sind, aber das ist nicht jeder. Richtig. Was? Taschenuhr. Subi. Ach so, eine Taschenuhr. Ja. Ups. Ah, ich hab's erraten. Ja, genau. Die Kim ist ja dafür bekannt, dass sie sehr, sehr schwere Gegenstände immer in den Raum stellt und so gut wie keiner so ganz schnell draufkommt. Super gemacht, Kim. Oh Mann. Ach, das war's wohl schon? Ja, das war's ja, wohl schon. Das ist die Taschenuhr. Kann ich dann jetzt wieder gehen, ja? Ja, jetzt kannst du wieder ins Bett gehen. Genau. Ja, kannst du wieder hinlegen. Ja. Danke. Oh, das war wieder mal die kurze Leitung mit Kim Weber. Und, das ist so geil mit Kim, das ist echt so geil mit und, Kim. Und mit Marc Hagenbeck, ich bin Sashi und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei die lange Leitung hoffentlich. Heute mal wieder die kurze Leitung am Rand, an der Reihe. Aber macht ja nichts, weil die Kim, die ist ja für kurze Leitungen
bekannt. Cheerio, Miss Sophie. Grüße nach Berlin. Ja, tschüss, Sikorski. Das war die lange Leitung auf Shokibanoki New Television. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.